sind wir hier bei Rapido und da haben wir zwei Fahrzeuge uns angeschaut gestern, nämlich den i96 Premium Edition und dann noch einen, der etwas niedriger liegt vom Preis, nicht von der Größe. Und ich stelle mir auch in einem separaten Video vor. Ja. So, jetzt sind wir hier bei der Firma Rapido und da wollen wir uns auch mal ein Fahrzeug anschauen. Von außen schauen die schon mal recht nett aus. Genau. Und wir haben uns hier ausgesucht den 866F mit einer Länge von 7,49 Meter und mit Einzelbetten. Dieses Fahrzeug hat einen Grundpreis von 69.900 Euro und kostet in der hier ausgestellten farbbereiten Variante 78.940 Euro. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, Ussi, oder? Ja, gehen wir mal rein, Bucke. Ich sehe schon, die Gasflaschen sind hier vorne nebeneinander untergebracht. Das halte ich übrigens für eine sehr gute Lösung. Aha, okay. Nein. Und der schaut schon mal ganz gut aus. Hat auch hier keinen durchgehenden Doppelboden. Das sieht man im Absatz hier hinten. Ja, aber was mir eigentlich jetzt wieder sehr gut gefällt, das ist diese Sitz, das, wie nennt sich das? Face to Face, glaube ich. Face to Face, wo man dann den Tisch so runterklappt. Jawohl, und das nicht ist schlecht. Ja, das ist ein Tisch, wie ihn alle Hersteller haben sollten. Und was ich nicht verstehen kann, dass man das in so wenig Fahrzeugen sieht. Denn ein großer Tisch, der ist einfach elementar wichtig und man kann den Tisch ja klein hier nutzen und kann ihn sich mit einem Handgriff auf eine doppelte Größe verbreitern. Okay. Dann kommen wir zur Küche oder willst du noch zum Cockpit was sagen? Ich wollte jetzt erstmal was zum Cockpit sagen. Okay. Und die Frau muss wieder zurückstecken. Nichts Neues. So, also das ist das ganz normale Cockpit vom Fiat Ducato. Diesmal mit einem Kenwood Radio ausgestattet. Und zu diesem Radio habe ich ein eigenes Video gemacht. Das kann ich euch mal verlinken. Man sieht hier, das Seitenfach ist hier auch keines vorhanden. Also man könnte das Cockpit auf der linken Seite schon etwas innovativer gestalten, wenn man das möchte. Aber ansonsten ist es also nicht unerheblich oder ist relativ unerheblich, weil es die normale Fiat-Ausstattung ist. So, dann hier Ablagefächer gibt es hier auch leicht, also nur für Kleinigkeiten. Ist das im Huppe drinnen? Und hier mit Dutch funktionieren die Schränke und die sind schön groß. Funktioniert gut. Und da komme sogar ich jetzt gut dran. Ich komme bis nach hinten. Super. Die hat sogar eine Abzugshaube. Ja, über. Kann man überall einbauen lassen. Ja, hier ist jetzt aber mit drin. Kann man sich also anschauen. Was ich schon wieder schön sehe, ist der Fernseher in einer guten Position untergebracht, weil hier kann man sogar den Fernseher nach hinten drehen. Braucht man nicht unbedingt einen zweiten Fernseher. Allerdings ist dann der Einbau eines Backofens nicht mehr möglich. Das Benzinpanel, das Technikpanel, das ist direkt über den Eingang ohne Blende, ist auch nicht unbedingt erforderlich, eine Blende, meine Meinung. Mhm. Und da haben wir den Herd, ja, und der sieht gut aus. Ein Zweiflamme-Herd halt. Ja, langt für die meisten aus. Ja, eigentlich haben wir so gut wie noch nie drei Flammen gebraucht. Zumal man sagen muss, dass bei uns eine Flamme ja gar nicht 100% gibt. Ah, okay. Ja, also. Und hier eben die Spüle. Ja, sehr schön. Was mir jetzt natürlich wieder gefällt, das sind hier diese Kleinigkeiten. Ja. Was halt einfach schon drin ist. Da kommt halt doch dann die Hausfrau durch, die sie so oft nicht ist im Wohnmobil. Und hier hat es dann auch die Fächer. Schöne Auszüge. So, ja, und genau, ganz leicht. Und hier ganz große. Wieder rein. Was natürlich ein wenig blöd ist, denn was? Zwei kleine sind besser als ein großer. Also du meinst für die Höhe? Ja.
Ja, okay, vielleicht, was weiß ich. Was haben wir da ganz unten noch? Kannst du mal rausziehen? Ja, da haben wir. Oder ist halt da ist der fürs Ab, Gas. Die Absperrhähne sind da, ja. Also auch noch ein kleineres Bad halt. Und hier ganz kleine. Ja, das sind jetzt zwei kleinere Fächer. Also nicht sehr üppig, das kann man mal sagen, der Platz hier. Ach, muss man halt gut überlegen, was man braucht und was man nicht braucht. Gehen wir weiter in die. Ins Bad. Ins Bad. Also. Also wenn man hier ins Bad reingeht, auf die Toilette sollte, muss man natürlich erstmal hier hochgehen. Die Stufe. Kriegt man die Tür nicht auf oder zu. Also das muss man dann ein bisschen geschickt sich anstellen. Ja, das ist einfach, weil der Doppelboden fehlt. Ja. Der durchgehende Doppelboden. Genau. Also dann komm mal rein und dann schauen wir mal, dass... Hier haben wir die Dusche auf der linken Seite mit einem kleinen Radkasten, der allerdings nicht sonderlich schlimm ist. Nee. Und auch wieder eines Deckenfensters. Die Tür lässt sich zum Bad nur in eine Richtung öffnen und schließen. Ich glaube, da solltest du jetzt reinkommen, damit man das von innen machen könnte, weil sonst kann ich hier... Ja, macht nichts. So, und jetzt macht man die Tür von innen zu. Jawohl, und dann kann man das vielleicht ein bisschen besser zeigen. Hier ist die Duschabtrennung. Ja. Naja, so. Okay. Wenn es dicht hält, ist recht. Ja, warum soll's nicht? Aber weil es so stabil nicht aussieht. Okay, da können wir jetzt nichts dazu sagen, ja? Doch, dafür sind wir da, dafür was sagen. Also das Klo, warte mal, soll ich mal reingehen? Oh, das ist eigentlich, da hat man gut Platz. Also um auf die Toilette zu gehen, hat man sehr gut Platz. Ja, haben wir bei uns auch, aber da muss es dann ein dringendes Bedürfnis sein. Ja, dann sagen, reicht ja, der Platz. Das hier hat man wirklich viel mehr Platz. Das hat hier auch. Aber es ist eine ganz andere Toilettenanlage von Tedford, als es wir haben. Da ist wieder ein Trick dabei, Ursel, da bräuchte man wieder einen Hammer. Also so, hier haben wir da noch eine Klammer. Ganz und hier ist auch ein Spiegelschrank. Ja, und ich. Also hier ist eine Schiene, vielleicht muss man... Ah ja, muss man ziehen. Ja. Aber wir wollen jetzt das Fahrzeug unbeschädigt lassen. Erkundigt euch, wenn euch das Fahrzeug interessiert, wie das funktioniert. Was man jetzt hier wieder sieht, das ist eine Trennwand. Das ist da festgemacht, Lucy. Frauen und Technik. Ich hab's doch geschafft. Mit der Ruhe. So, und die andere Seite. Die andere Seite auch. Also das braucht man jetzt aber nicht demonstrieren. Nein. Das geht. Also sehr leichtgängig. Dann haben wir hier ein kleines Fach. Dutch, ja. Mit Fernsehanschluss. Fernsehanschluss. Okay. Und hier haben wir das Fenster, das hat man nicht ganz ans Eck hingebracht. Ja, das ist ja auch nicht so tragisch. Das ist sehr wohl tragisch. Fächer wieder. Und aber was siehst du, Ablage? Nein, es ist keine Ablage da. Es sind aber unterhalb des Beifahrersitzes. Beifahrersitzes? Ja, also am Bett hinterm Beifahrer. Da sind Anschlussmöglichkeiten, 12 Volt Anschlussmöglichkeit, was meines Erachtens etwas dürftig ist. Also ein 12-Volt-Anschluss, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, zumal heute alle Handys und Co. mit USB-Stick versehen sind. Also sollte eine USB-Steckdose mit 2 Steckern schon Standard sein, ist hier aber nicht der Fall. Wir schauen dann nochmal in ein Rapido Premium-Modell und da sehen wir dann, wie die Ausstattung dann da ist. Okay, aber jetzt schauen wir nur die Kleiderschränke an, oder? Jawohl. So, dann schauen wir mal den Kleiderschrank an. Ja, da ist eine Kleiderstange. Ja, das kann man auch anheben, vom Bett aus. Ah ja, okay. Ja, also. Okay, für was jetzt die Kleiderschränke bis da nach hinten geht, erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Ja. Okay, aber hier kann man ein paar Sachen hinhängen und dann was braucht. Was ist hier für ein Loch? Was ist das? Das ist der Wassertank, ja. Okay.
Alles klar. So, und haben wir die andere Seite noch? Ja, einen Moment. Das können wir auch hier anheben. Und hier das gleiche nochmal, ja, ohne Wasserdank. Ja, ein bisschen größer. Ja. Genau. Also nicht ganz. Normale Latte Roche, wie es ja aussieht. Nicht ganz optimal genutzt. Okay. So, und jetzt schauen wir nochmal an die Heckgarage. Und da sehen wir etwas, was bei vielen Premium-Herstellern nicht funktioniert. Wo wir jetzt in nächster Zeit immer sehr viel Wert eigentlich drauf legen, ja? Ja. Dass diese Heckklappe einfach ganz aufgeht. Um 180 Grad. Ja. Allerdings ist die Heckgarage nicht sonderlich groß. Auf der anderen Seite ist auch nur eine kleine Klappe. Und der Fahrzeugüberhang, der ist auch wieder ziemlich heftig. Ich kann jetzt nicht sehen, wie groß der Radstand ist. Das ist hier nicht angegeben. Also bei einer zulässigen Masse von 3 Meter und von 3,5 Tonnen kann man davon ausgehen, dass man das mit einem 7,5 Meter langen Fahrzeug nicht schafft, damit urlaubsbereit noch dazu mit 3 oder 4 Personen wegzufahren. Insoweit halte ich diese 3,5 Tonnen immer für relativ. Ja. Ja, ich halte es als eigentlich für nicht möglich. So, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Preis von 80.000 Euro, dafür bietet das Fahrzeug schon einiges. Was Sie? Ja. Würde es tauschen mit unserem Gustl? Ehrlich? Nein. Nein. So, hier haben wir jetzt noch von Rapido die Premium Edition. Und wir haben hier jetzt gerade dieses normale Rapido-Fahrzeug vorgestellt. Jetzt schauen wir mal, was in der Premium-Edition besser ausgestattet ist. Als Vergleich haben wir hier schon mal die Schlösser. Die schauen schon mal sehr hochwertig aus. Und die sind so hochwertig, dass man die schon mal gar nicht aufkriegt, weil es einfach abgeschlossen ist. Die Messe ist ja noch nicht eröffnet. Und dann haben wir hier die Beschreibung, das ist der Distinction i96 Premium Edition und man sieht es auch am Preis, der Grundpreis ist bei 89.000 und der Preis des Ausstellungsfahrzeuges bei 107.000. Das Fahrzeug hat eine Länge von 7,54 Meter, also ähnlich dem gerade vorgestellten und auch der Überhang ist ziemlich heftig. Gehen wir gleich zur Heckgarage, man sieht schon, auch diese Heckgarage lässt sich wieder um 180 Grad öffnen, da wird dann die Türe festgehalten. So, jetzt schauen wir mal rein, Ossi. Ja. Und dann bewerten wir, was jetzt hier besser ist im Vergleich zu dem gerade vorgestellten Modell. Das ist auch ein Face-to-Face-Modell. Aufpassen bitte beim Einsteigen. Ich gehe davon aus, hier fehlt noch eine Trittstufe. Ein Teppich. Die Trittstufe ist da. Ja, oder halt hier noch Teppich. Ja, nicht nur ein Teppich, das geht hier runter. Also bitte seid vorsichtig, wenn ihr jetzt da reingeht. Genau. So, da sieht man schon, der Tisch schaut schon gut aus und das Ganze sieht schon mal etwas wohnlicher aus. Das muss man ganz klar sagen. Nennt sich Premium-Modell. Und, ach, das finde ich hier toll. Da ist hier eine Klappe beim unterm Hubbett. Unterm Hubbett kann man schön was reinlegen. Also das ist ja schon mal eine tolle Sache. Und auch hier die kleinen Ablagen. Hier, die sind also Gold wert, würde ich sagen, für Gewürze und dergleichen. Ja, ich weiß allerdings nicht, wie das ist beim Fahrer. Die werden schon gehalten. Und aha, schöne Becher. Das ist jetzt alles mit dem, wie nennt sich das? Dutch. Push, ja. Wahrscheinlich, gell? Ja. Push. Ganz so schlecht. Und der Tisch, schau mal, was ich. Das ist also dieses Face-to-Face. Würde uns auch gut gefallen, oder? Ja, das würde mir sehr gut gefallen, das Face-to-Face. Ja,
Und es können da auch, weil die Gurte sind da versteckt, sodass da eine dritte Person und ich glaube sogar vier Personen, ja, vier Personen können mitfahren. Das sieht man hier am Zeichen. Ja, und hier ist der Gurt. Hier und auf der anderen Seite ist genauso das Zeichen. Also ist auch für vier Personen gedacht. Aha. Die können hier mitfahren. Das Auto gefällt mir sehr gut. Ja. Und so wie es aussieht, hat es einen durchgehend doppelten Boden. Ja. Da sind auch Bodenklappen untergebracht. Und vor allen Dingen, Ursi, legst du mal den Tisch um, dass man das mal sehen kann. Ach, das ist doch herrlich. Ja. Ja, sowas würde ich mir für unser Fahrzeug auch wünschen. Anscheinend kann man nicht alles haben. Okay. Also das macht einen sehr guten Eindruck. Das Fiat Cockpit ist ganz normal, ohne Schnickschnack. Und die Technik ist hier auch ohne Schnickschnack untergebracht, was ja vollkommen ausreichend ist. Schön ist auch das kleine Schränkchen hier. Auch da nochmal der Zubehör, Camping-Zubehör. Ein kleines Ablagefach. Ja. Das muss ich eigentlich dann erst in der Praxis bewähren, oder? Ich weiß jetzt eben bringt nicht. Bringt man schon was rein, also kann man ja, schon was schon, rein. Ja, schon, aber während der Fahrt, ob das da drin bleiben kann, keine Doch, Ahnung. Doch, das ist ja hier der Draht extra. Muss man halt ausprobieren. Hier bringt man dann auch einen Backofen unter. Das ist sogar schon gemacht und es ist trotzdem noch ein Fach übrig. Oh, da schleift's. Also das war nicht wir. Okay. So, also jetzt sind wir da hier im Badebereich. Und, was muss man dazu sagen? Sehr schön große Dusche, weil die auch hier ein bisschen schräg nach hinten geht. Dafür ist der Radkasten. Da ist kein... Ach, das ist ein Radkasten und da haben sie noch einen Sitz drauf gemacht. Da haben sie dafür einen Sitz hingemacht, was aber keine schlechte Lösung ist. Durch das sieht man jetzt hier vielleicht nicht, dass das hier etwas nach hinten verlängert ist. Habe ich doch gerade gesagt, dass das hier verschrägt nach hinten geht, dadurch wird es größer. Das sieht man wahrscheinlich nicht, deswegen habe ich es nochmal betont. Ja? Ah ja, okay. Also die Dusche ist größer, als man sie wahrscheinlich erkennen kann. Und auch hier ist wieder ein Dachfenster untergebracht. Mhm. Und dann würde ich sagen, nochmal da rein. Dann haben wir hier ein Queensbett, was ja nicht so unsere Variante ist. Ja. Und was für mich. Aber ich muss dieses Mal dazu sagen, ich war nie für Queensbett, weil man da immer an der Toilette vorbei musste. Aber hier ist das irgendwie anders gelöst. Hier ist nämlich die Toilette extra. Also man muss jetzt nicht unbedingt an der Toilette vorbei. Der Toilettenbereich ist auch relativ großzügig. Ja. Auch hier wieder mit der Absperrtüre, wie beim anderen Fahrzeug gezeigt. Ja. Und hier das Queensbett. Und da sieht man auch hier im Premium-Bereich, da hat man hinten auch USB-Stecker und auf beiden Seiten dann die Möglichkeit, seine Handys abzuladen. Aber ich befürchte, den USB-Stecker gibt es allerdings nur in der Ablage hinter dem Beifahrersitz und nicht die beiden. Das ist jetzt ein bisschen schade. Beim Queensbett der Vorteil ist der kleine Kleiderschrank, der hier untergebracht ist. Allerdings, ja, ich weiß nicht, was da die Kleiderstange, was die soll, ja. Was willst du denn da aufhängen? Ja, also für was man eine Kleiderstange da drin braucht, erschließt sich uns nicht. Nein. Aber dafür bringt man einiges unter. Und was natürlich dann beim Queensbett immer ein bisschen blöd ist, wenn man einen Schrank hinten hat, dass das Fenster so weit nach unten gebaut ist. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Es gibt hier unter dem Bett noch ein großes Schubfach. Ja, dafür fallen ja die großen Schränke weg. Ja, eigentlich wäre mir ein größerer Schrank, wo man ein bisschen was hängen kann, Jacken oder so, oder eigentlich schon recht. Schauen wir mal rein, was das für ein Schubfach ist. Ein großes. Also ich denke, das Bett kann man hier irgendwie hoch oder reinschieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Hebel dran, den will ich aber jetzt nicht ausprobieren. Und hier, Vorsicht, dein Fuß, hier ist ein großes Schubfach. Okay, also wir sind keine Queensbett-Experten. Nein. Und auch keine Queensbett-Fans. Nein. Deswegen enthalten wir uns hier eines Urteils.
So wie immer natürlich, wen dieses Fahrzeug interessiert, der muss sich natürlich selber kundig machen. Halle 3, CMD 2020. Das habe ich gerade noch entdeckt, bezüglich des doppelten Bodens. Also da muss man sich auch kundig machen, inwieweit der Boden hier dauerhaft durchgehend doppelt ist. Denn im Schlafbereich sieht man, dass hier auch ein Stufenabsatz drin ist. Also und der doppelte Boden ist natürlich schon relevant, gerade wenn man im Winter mit dem Wohnmobil unterwegs ist, bei Minustemperaturen. Was mir eigentlich wirklich gut gefällt, ist dieses Face-to-Face und ja. Man hat hier diese Fenster. Und je nachdem, wie man ja. Eigentlich auch steht, kann man wunderbar rausschauen. Ja. Hat schon was, dieses Fahrzeug.